Heute stehe ich hier mit Heiko Maas, unserem Bundesaußenminister. Heiko, die Menschen in unserem Wahlkreis kommen auf mich zu und sagen, in Syrien würden wir auf Seiten Amerikas stehen, auch wenn wir uns nicht beteiligt haben, und wir würden die Russen ungerecht behandeln. Was sagst du als Außenminister dazu? Nee, dass das nicht so ist. Wir stehen auf der Seite derer, die endlich in Syrien eine politische Lösung wollen, die den Frieden für die Menschen, die da leben wollen. Und dafür ist es notwendig, dass man auch der russischen Seite sagt, ihr könnt nicht nur die Hand über das Assad-Regime halten, sondern ihr müsst bereit sein für den politischen Prozess, der schon mal in Genf verabredet worden ist. Und das sagen wir im Übrigen nicht nur in Richtung Russland, sondern wir sagen das auch in Richtung Westen. Wir brauchen wieder einen politischen Prozess. Es gibt keine militärische Lösung. Mit Militärschlägen wird es keinen Frieden in Syrien geben. Und das wird die Herausforderung sein, diejenigen, die man dafür braucht, also die westlichen Partner, die wir haben, aber auch Russland, Länder aus der Region zusammenzuführen, um endlich den Friedensprozess wieder aufzusetzen. Das ist in Genf alles schon mal vereinbart worden. Waffenstillstand, humanitärer Zugang, Übergangsregierung, Verfassungsreform, Wahlen, in der sich dann alle syrischen Bevölkerungsgruppen wiederfinden, dass es einen Neuanfang in diesem Land gibt und einen friedlichen. Das gilt für alle, es geht nicht gegen die einen oder für die anderen. Und da ist die Haltung der Bundesregierung und der deutschen Außenpolitik immer ganz klar gewesen. Ich glaube sehr wohl, dass du das machen kannst mit den europäischen Partnern, die auch an einer politischen Lösung interessiert sind. Aber was ist mit den beiden Männern, die da eine sehr große Rolle spielen, nämlich Herr Putin und Herr Trump? Müssen wir positiver auf die zugehen, damit wir die an den Verhandlungstisch holen, oder ist da eher eine Position der Stärke gefragt? Naja, sowohl als auch. Also man muss in beide Richtungen deutlich machen, dass wir den Druck, der möglich ist, erhöhen wollen auf eine politische Lösung. Der Krieg in Syrien geht jetzt über 7 Jahre, Hunderttausende von Toten, das kann alles nicht mehr so weitergehen. Und das ist ein Konflikt, bei dem man jetzt ja gesehen hat, der sehr schnell auch über die regionalen Grenzen hinaus sich entwickeln kann, wenn die Dinge dann mal eskalieren. Es müssen alle ein Interesse haben, dass da endlich Ruhe einkehrt und wir uns um andere Dinge kümmern können. Heiko, herzlichen Dank und alles Gute in dem nicht ganz einfachen Thema. Kann man ich brauchen. Bin sicher, wir kriegen das hin.